Diese Ausstellung ist ein Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes, denn Malerstar Neo Rauch schenkte sie seiner Frau Rosa Loy zu ihrem 60. Geburtstag. Das ist eine Ausstellung, die, ich glaube, unser beider Stärken aufs Schönste zusammenführt. Es sind offensichtlich viele Stärken, die die beiden Künstler in ihrer erst vierten gemeinsamen Ausstellung zeigen. Denn stolze 136 Arbeiten der beiden hat man in den nur vier Ausstellungsräumen der Grafikstiftung in Aschersleben untergebracht. Wenn jemand hierher geht, kommt, dann will er natürlich nicht unbedingt eine coole Ausstellung nur mit drei Bildern und schönen Wänden sehen, sondern wer sich auf den Weg macht, möchte natürlich auch ein bisschen was sehen. Wir sind der Meinung, cool war gestern. Ja? Diese White Cubes mit reduzierter Hängung, ein dunkles Quadrat auf, von Faustgröße auf einer 10-Meter-Wand. Damit den Betrachter abzuspeisen, das will uns einfach nicht mehr als der Weisheit letzter Schluss gelten. Wir sind für Opulenz. Dabei wirkt die Exposition alles andere als überfrachtet, sondern strahlt vielmehr Lockerheit aus. Eine Lockerheit, die auch auf den sonst eher medienscheuen Neo Rauch abzufärben scheint. Der gestattet unerwartet private Einblicke ins Eheleben des Künstlerpaars Neo Rauch und Rosa Loy. Ich glaube manchmal, dass es auf dem künstlerischen Gebiet besser funktioniert als im ordinär alltäglichen Rahmen. Da reden wir manchmal schon durchaus aneinander vorbei. Meine Frau ist wesentlich praktischer als ich und ich bin eher der verschnarchte Träumer, der die praktischen Dinge nicht so ohne weiteres in den Blick nimmt, weil sie ihn nicht interessieren. Und da kommt es hier auf dem Gebiet der Kunst zu schönen Verschränkungen unserer gegensätzlichen Ausrichtungen. Da kann auch manches kompensiert werden. Die Ausstellung unter dem Titel Die Strickerin wird ein Jahr lang in Aschersleben zu sehen sein und wieder hunderte Kunstinteressierte aus aller Welt in die Stadt locken. Insofern ist sie nicht nur ein Geschenk von Neo Rauch an seine Frau Rosa Loy, sondern auch ein Geschenk von Rauch an die Stadt seiner Jugend.